möchte einmal klarstellen, dass man in der Sache unterschiedlicher Auffassung sein kann, wenn wir über die zweite, dritte Beratung des Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes sprechen. Ich kann auch einordnen, wie Sie dazu im Parlament reden, denn ich glaube, dass es weh tut, wenn man 16 Jahre in diesem Thema nichts hingekriegt hat, die Bäuerinnen und Bauer im Stich gelassen hat und wir jetzt nach über einem Jahr in der Ampel in dieser krisenhaften Zeit liefern. Das tut Ihnen weh, ja. Aber das rechtfertigt nicht, auch bei dieser hitzigen Aussprache, da kann ich mich selber gar nicht von ausschließen, das tue ich auch nicht,